Hallo Leute, es ist wieder soweit, unsere monatliche Heftvorstellung. Aufmerksame Gucker werden sehen, dass wir diesmal in einem anderen Büro sind. Das ist nicht meins. Werden sich jetzt einige von euch vermutlich freuen und sagen, ja, Kupfer, nach deinen Ausfällen von Hektolitern Bier bedingt beim Rockhard-Festival geschieht es dir recht, dass sie dich in die Besenkammer abgeschoben haben. Aber das ist gar nicht die Besenkammer. Das hier ist nämlich die Schaltzentrale der Macht. Ein streng nach Feng Shui-Voraussetzungen eingerichtetes Büro. Das Büro von Kaiser Boris. Ihr seht, alles sehr strikt hier aufgeteilt. Alles bum, bum, bum. Für gutes Karma, gute Schwingungen. Hier sammelt er seine Kunst. Ja, hier, bitteschön. Ein Bild, was ihm sein Freund Steven Wilson gemalt hat und zur Verfügung gestellt hat. So ist der Boris. Er würde nie damit protzen. Solche Sachen stehen hier einfach nur in der Ecke. Und ich glaube, von Zeit zu Zeit guckt er sich an, um wieder gute Ideen für gute Stories zu kriegen. Gute Stories ist ein perfektes Stichwort. Überleitung zum aktuellen Rockhard. So sieht's aus, wie ihr unschwer erkennen könnt. Powerwolf auf dem Titel. Jetzt werden einige sagen, darf man das? Doch, wir sagen ja, darf man schon, weil bei Powerwolf ist es so ein bisschen wie mit ABBA. Irgendwie findet niemand die Band gut, aber irgendjemand muss die Platten ja nun auch kaufen. Also, Titelstory dieser Ausgabe, 5 Seiten Powerwolf. Herr Jedecke ist nach Transsilvanien gefahren, um mit der Band ein Interview zu machen. Herrn Peters haben sie nicht reingelassen, Visum passte nicht. Und ja, das halt das zentrale Titelthema der Ausgabe. Aber wir haben natürlich nicht nur Powerwolf für euch, sondern auch exklusiv Einblicke in das neue Motorhead-Album und das neue Slayer-Album. Je einseitige Studioreporte dazu. Dann kommt Between the Buried and Me, der Soundcheck-Sieger dieser Ausgabe. Sci-Fi-Ästhetik. Und Prog-Rock, ihr wisst, ich kann das intellektuell nicht fassen. Herr Rensen findet super, der Großteil der Redaktion aber auch, sonst wäre die Platte ja nicht auf Nummer 1 im Soundcheck gelandet. Weiter geht's mit einer Hintergrundstory zum Thema Vinyl. Und dann kommen wir natürlich zu einem anderen Schwerpunkt der Ausgabe. Wie gesagt, das Rockhard-Festival. Denjenigen unter euch, die da waren, nochmal schönen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Auf 10 Seiten skizzieren wir die Höhepunkte und auch negativen Ausfälle, die es halt gab. Es waren nicht so viel, aber Herr Peters war wie immer beteiligt. Wissen wir ja, haben wir ja auch vermutet. Wie bist du überhaupt klargekommen, Ronny, mit deinem Zelt aufbauen? Konntest du Schritt halten oder? Super, perfekt. Super, gut. Okay, weiter geht's mit The Bad Company. Und dann kommen wir zur CD. Und die ist diesmal fett bestückt. Ursprünglich hatten wir gar nicht vor, eine CD zu machen. Aber anlässlich der anstehenden Neuveröffentlichung blieb uns eigentlich gar keine andere Wahl. Ihr kriegt neue Songs zu hören von Slayer, von Lamb of God, von Cradle of Filth, Fear Factory, Death Angel, Between the Buried and Me und. Und dazu noch einige Underground-Geschichten, unter anderem Worum. Ja, sehr wertiges Teil. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. So, weiter geht's mit Tau Cross und Poison Idea. Ehe wir zu, oh, verdammt lang her und Captain Hook kommen, da hat Herr Kaiser wieder plüschweiche Geschichten ausgegraben. Nun ja, High on Fire, das Interview hat Ronny gemacht. Eins der Höhepunkte für mich in dieser Ausgabe, weil der Typ, Matt Pike, ist einfach super. Also, ja. Das kann man jetzt schlecht wiedergeben, aber er erzählt wirklich ein dermaßen wirres Zeug. Ich denke, da hast du einen harten Job gehabt, um dir Ja, das. Spaß dran. Jetzt denke ich mir, da hatte Ronny Spaß dran. Wir im Nachhinein auch. So, Crypt Sermon und dann natürlich From the Underground, auch wieder die Kolumnenbereiche von Herrn Kaiser und Herrn Glas. Des Weiteren Lucifer's Friend, The Dead Daisies, ein Seziertisch von Alice Cooper. Ein Seziertisch über Alice Cooper, gemacht von Simon Dümpelmann. Das hätte ich dem nicht zugetraut. Der hört ja immer nur so totales Geballer und Wahnsinnszeug, aber der ist wirklich sehr fundiert, sehr gut und so hat halt jeder von uns irgendwie auch ein weiches Herz und seine eigenen Schwächen. Ne? Muss ja nicht immer ein Feng Shui-Büro sein, kann ja auch mal Alice Cooper.
beispielsweise sein. So, Adramelch, die sich inzwischen aufgelöst haben, was einige hier in der Pension, in der Redaktion, besonders Herrn Kaiser natürlich zu Tode betrübt, aber ich sage, es geht weiter, auch ohne Adramelch. So, weiter im Text geht es mit der Story hinter dem Top 500 Album. Das ist diesmal Demon, natürlich gemacht von unserem Metal-Archäologen Matthias Mader. Schöne, bisher unveröffentlichte Fotos, coole Geschichte. Dann geht es weiter mit Krach von der Basis, den Leserbriefen. Und wir kommen zum diesmonatigen Soundcheck. Das hatte ich ja schon gesagt, den haben Between the Buried and Me gewonnen. Aber auch nur dünn vor Dew-Scented, High on Fire, deiner neuen Lieblingsband, Ronny, und Powerwolf, Cradle of Filth und Propane. So, dann haben wir für euch noch einen Schwung Live-Reviews. Unter anderem waren wir bei Rock im Revier, wo ja so Sachen wie Kiss, Metallica und Schlag mich tot, alles Mögliche von Rang und Namen gespielt hat. Waren natürlich auch zum Tourstart in Nürnberg bei AC/DC, bei Malakesh und Keep of Kalesin, die mit Tribulation unter anderem auch noch auf Tour waren. Wir waren bei Def Leppard, Sonata Arctica, das ist ja auch wieder was für dich, Ronny, ne? Sonata Arctica magst du ja richtig gerne. Und hier besagtes Rock im Revier Review. Ansonsten zum Abschluss noch eine Reportage über die Frankfurter Musikmesse. Und das war's auch schon. Also, hier nochmal das aktuelle Heft mit einer CD voller bisher unveröffentlichter Sachen. Viel Spaß damit. Ihr könnt jetzt losgehen in den Kiosk oder ihr kriegt das Heft eh im Abo und es euch zulegen. Ronny und ich machen jetzt noch ein paar Späße in dem Feng Shui-Büro von Herrn Kaiser, weil da kann er gar nicht drauf. Wir müssen jetzt nicht alles filmen, Ronny, aber zumindest das sollte im Bild sein. Der Heavy-Metal-Motorradfahrer, den werfen wir um. Und da wird er sich morgen kolossal drüber aufregen. Ciao.